Herzlich willkommen zurück bei Compact Physics. Alex hier, euch steht heute ein sehr spannendes Video bevor. Das Thema lautet: Alles, was ihr über Backflips wissen müsst. Und alles, was ihr über Backflips wissen müsst, bezieht ein Menschen, die Backflips machen, BMX-Fahrer und Motocross-Fahrer, die Backflips machen. Die drei größten Internet-Video-Kategorien zum Thema Backflip werden heute behandelt. Wir behandeln unter anderem Tutorial-Videos über Wallflips. Wir werden heute uns die Frage stellen: Was ist schwerer, ein BMX-Backflip oder ein Backflip mit einem Motocross-Bike? Und hier sind wir vor der Tafel. Beginnen wollen wir mit dem meistgeklickten Tutorial-Video über den Wallflip. Hey everyone, Ronnie Chavez here again. Hier werden uns einige Tricks gesagt, wie wir am besten zu einer Mauer laufen, auf diese Mauer laufen und am höchsten Punkt einen Backflip hinlegen. Der Wallflip, vielleicht können ihn ja einige von euch. Was wird uns in diesem Tutorial-Video gesagt? Einerseits brauchen wir gute Mauereigenschaften. You go, you just want to make sure you're gonna have a guaranteed grip. Andererseits brauchen wir aber auch eine Geschwindigkeit, die dementsprechend ist. Wie können wir uns das physikalisch erklären? Na gut, wir haben eigentlich eine sehr leichte Gleichung. Kinetische und potenzielle Energie setzen wir gleich und kommen schon auf die Geschwindigkeit 2gh. H für die Höhe. Je höher wir auf die Wand laufen wollen, müssen wir natürlich eine dementsprechende Geschwindigkeit aufbringen, um das zu bekommen. Diese Geschwindigkeit ist aber auch sehr wichtig für die Mauereigenschaften, die uns der Wallflip selbst garantieren muss. Wir brauchen nämlich eine gewisse Reibungskraft auf dieser Mauer. Hier habe ich es genau aufgezeichnet. Wir kommen hier, wie wir es jetzt schön nochmal im Video sehen, direkt mit dem Fuß an die Mauer und hier gilt dieses Kräftegleichgewicht. Die Gravitationskraft, abhängig von unserer Masse, die zeigt nach unten. Dann haben wir eine Normalkraft auf die Mauer, die ist von M, V und T abhängig und die Reibungskraft, die natürlich durch die Normalkraft zustande kommt, zeigt in dem Fall dann hier von Fr ist μ mal Fn und diese Fr-Kraft ist ganz wichtig, damit wir überhaupt den Anfang des Wallflips hinbekommen. Wie können wir bergauf laufen, eine gerade Wand? Ne? Genau mit einer Kraft Fr, die μ mal m mal v mal t ist, mit einem gewissen V, was wir uns oben berechnet haben. Und jetzt kommt das Tutorial-Video. Geschwindigkeit, falls wir eine Höhe von ungefähr 2 Meter hinauflaufen wollen, damit wir auch einen guten Wallflip generieren, also eine Körperschwerpunktsänderung von 1,5 Liter zurücklegen wollen, brauchen wir unter dieser Formel 5,4 Meter pro Sekunde, sind an die 20 km/h Geschwindigkeit. Natürlich jetzt ohne Trick, dass wir die Hände nach oben reißen, sondern einfach nur Geschwindigkeitskomponente. Um die 20 km/h in einer netten, leichten Modellierung, die wir tatsächlich aufbringen müssen, um diesen Wallflip zu schaffen. Und andererseits brauchen wir mit diesem um die 20 km/h ein mauerabhängiges μ von 0,5. Und dadurch, dass wir eine hohe Geschwindigkeit haben, ist die Kontaktzeit an der Mauer T nur 0,2 Sekunden. Alles das wurde in diesem Wallflip-Video erklärt. Und jetzt wisst ihr auch, warum das so ist, woher das kommt. Die interessantere Frage von heute ist die BMX versus Motocross-Frage. Wer schafft den Backflip leichter? Wer hat es leichter? Natürlich ist hier ein Training erforderlich, aber wir wollen hier nur auf die physikalischen Grundlagen gehen und die Beantwortung dieser Frage, die ist durch den Drehimpuls möglich. Drehimpuls kennen wir als J mal Omega, Omega die Winkelgeschwindigkeit, die sich unser Fahrer mit dem Bike, sei es nun BMX oder Motocross, dreht und J die Drehmasse, natürlich die Drehmasse höher beim Motocross, Drehmasse weniger hoch beim BMX. Und jetzt stellt sich die Frage, was ist das Entscheidendere? Winkelgeschwindigkeit oder Drehmasse? Und wir kommen drauf, die Winkelgeschwindigkeit hier, die können wir vielleicht variieren. Aber mit welchem? Den gesamten Drehimpuls setzt sich zusammen aus dem Drehimpuls Bike plus Fahrer und abzüglich des Vorder- und des Hinterrades. Warum ist das so? Es gilt, der Drehimpuls bleibt generell erhalten und kann sich aus einzelnen Komponenten zusammensetzen. Die Komponenten wären in dem Fall bei uns einerseits die Räder, hier diese beiden. Und diese Räder drehen sich immer in die entgegengesetzte Richtung, wie beim Backflip der Fahrer und das Motocross-Bike bzw. das BMX-Bike. Das heißt, der Drehimpuls muss vor der Luftphase eingeleitet werden, sonst kann überhaupt der Backflip nicht funktionieren, ist klar, weil der Drehimpuls erhalten bleibt. Und sobald wir in der Luft sind, können wir jetzt nicht mehr grob viel ändern. Da hätte die Drehmasse ordentlich was dagegen. Das heißt, wir müssen vorher einsetzen und jetzt haben wir
L-Bike plus Fahrer minus L-Vorderrad minus L-Hinterrad, das muss konstant sein. Das heißt, wenn wir eine dieser Größen ändern könnten, müsste sich die andere erhöhen, damit das Gleiche rauskommt. Irgendwie klar, muss immer eine konstante Zahl rauskommen. Das heißt, wenn wir sagen, okay, wir können nun mit dem Motocross-Bike die Räder beschleunigen, ja? Wir geben Gas in der Luft, das heißt, das Hinterrad dreht sich zum Beispiel schneller, diese Größe bleibt gleich, das heißt, wir ziehen von einer Größe, die gleich bleibt, was Höheres ab als vorher, trotzdem muss dasselbe rauskommen, das heißt, L-Bike plus Fahrer, tatsächlich das, was den Backflip auslöst, muss größer werden. Das heißt, wir können dank Beschleunigen oder Bremsen der Räder selbst generieren, dass wir entweder unser Bike schneller oder langsamer nach hinten drehen. Und somit ist die Beantwortung der Frage, was ist tatsächlich leichter, Motocross-Backflip oder BMX-Backflip, wenn ich dasselbe Können aufweise, diese subjektive Art und Weise Können auszuschalten, dann ist natürlich das Feintuning der Rotation mit dem Motocross-Bike viel leichter und besser möglich. Somit muss man für den BMX schon ein bisschen mehr, für den BMX-Backflip schon ein bisschen mehr können, allein durch physikalische Faktoren aufbringen, weil wir da nicht mehr so viel ausgleichen können. Und das waren die drei häufigsten Punkte, über die sich YouTube-Videos drehen und die physikalischen Hintergründe dazu. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Falls so ist, lasst es mich wissen. Falls ihr Kollegen habt, die entweder Wallflips, BMX oder Motocross fahren, denen könnt ihr das ja schicken. Die werden sich sicher über ein bisschen physikalischen Background freuen. Sonst abonnieren nicht vergessen und bis nächsten Sonntag wie immer. Stay content.